Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute Abend die ehrenvolle Aufgabe, Sie herzlich zu unserem ersten parlamentarischen Weihnachtsempfang zu begrüßen. Liebe Gäste, liebe Freunde und Sympathisanten der AfD. Wir als AfD haben eine sehr ereignisreiche Zeit hinter uns. Das Jahr 2018 war wirklich ein sehr besonderes. Wir mussten ja auch für die Landtagswahl erst entsprechende Unterstützungsunterschriften sammeln. Alles sehr mühsam, bis wir endlich dann im Herbst in die heiße Phase des Landtagswahlkampfes eingestiegen sind und dann erfreulicherweise mit 22 Abgeordneten zum ersten Mal in den Bayerischen Landtag eingezogen sind. Aller Unkenrufe zum Trotz haben wir es geschafft, alle 22 gewählten Mandatsträger hier unter einen Hut zu bringen, ein schlagkräftiges Team zu bilden und wirklich aus einem sehr kompetenten und diversen, sage ich mal, Team eine tolle Mannschaft zu bilden, die in der Zukunft hier im Landtag wirken kann. Lass es sich mal pathetisch ausdrücken. Mit Gott im Rücken und das Vaterland fest im Blick können wir es schaffen, was wir unseren Wählern versprochen haben. Nichts Geringeres als die Freiheit der Deutschen, über ihr Schicksal selbst zu entscheiden. Liebe deinen Nächsten, und zwar wie dich selbst. Wie dich selbst. Von keinem Christen wird erwartet, sich selbst aufzugeben. Im Gegenteil, wer sich nicht selbst lieben und annehmen kann, ist auch zur Nächstenliebe außerstande. Von keinem Christen wird daher erwartet, seine Heimat herzuschenken. Von keinem Christen wird erwartet, seine Nation zu verleugnen. Die Bibel spricht durchweg positiv von den Völkern. Man denke nur an den Bund des Volkes Israels mit Gott. Das Christentum ist deshalb so anspruchsvoll, weil es den Nächsten wortwörtlich meint. Denjenigen meint, mit dem man das Büro teilt. Den in der Familie, mit dem man schon lange ein klärendes Gespräch führen möchte oder mit dem, der im Winter ohne Obdach auf der Straße friert. Liebe Freunde, lasst uns das Jahr in Dankbarkeit verabschieden und dem Neuen mit Zuversicht entgegensehen. Ich wünsche uns allen einen wunderbaren Abend, gute Gespräche bei besinnlicher Musik und gutem Essen. Herzlichen Dank. Es ist generell, also unsere Politik wird sowieso immer ideologisch aufgeladen. Man merkt das in allen Bereichen. Manchmal wird halt die Ideologie über die Vernunft und über die Realität gestellt. Und da sehe ich auch die Aufgabe der AfD, einfach da die anderen ein bisschen einzunorden, immer mal wieder das Teppicheck hochzutun, wo die anderen die Probleme drunter gekehrt haben. Und das ist das, was wir in der Fraktion jetzt die nächsten 5 Jahre machen müssen. Einfach die unbequemen Wahrheiten rauskehren und dann haben wir schon ganz viel erreicht hier. Also ich wünsche auf jeden Fall allen unseren Wählern, unseren Mitgliedern und auch allen, wo noch kritisch zu uns sind, ganz, ganz tolle Weihnachten, ein glückliches neues Jahr und sie sollen alle so sympathisch bleiben, wie sie sind.